Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. Ja, in der ersten Folge, war ja auch die allererste Folge, sind wir ja hier erwacht und haben festgestellt, wir sind als Detective Tapp hier unterwegs, haben ein paar Fallen überlebt, haben hier den Aufgespießten gewunden und jetzt müssen wir schauen, ob es da lang weitergeht oder hier. Ich schaue erstmal hier. Oh, Tonband. Das ziehen wir uns erstmal rein. Aber da ist noch eine Akte. Und wie gewohnt, ich lese nicht vor. Wer es lesen möchte, einfach kurz Video pausieren. Jetzt auch lange oder ganz langsam durchscrollen. Okay, da war von Opiaten die Rede. Das Tonband schauen wir uns gleich an. Oder hören es uns gleich an. Ich schaue mir erstmal ganz kurz noch um. Okay. Ich würde sagen, das Tonband. Not all my subjects protest their games, such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Okay, manche erschaffen ihre eigenen Tests. Interessante Aussage, Jigsaw. So, ich hoffe auch, das Bild ist nicht zu hell oder auch es ist hell genug. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, dann mache ich es dunkler oder heller, je nachdem, wie ihr das haben wollt. So, das ist von der anderen Seite verriegelt. Also können wir nur hier lang. Mir fehlt gerade irgendwie so ein bisschen die Hintergrundmusik. Noch eine Fallakte. Tagebuchseite eines Kindes. 8 Jahre alt. Da war von einer Maschine die Rede, eine eiserne Lunge. Das ist das. Das ist die eiserne Lunge. Wir können sie untersuchen. Okay. Die Ironie an der Sache ist, die Dinger gab es früher wirklich. Heftige Behandlungsmethode oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich war ja selber nicht dabei. Okay, da ist ein Spind. Können wir den öffnen? Ist da vielleicht was drin? Okay, da ist nichts. Da auch nicht. Wo lang? Da oder da? Schauen wir doch mal hier. Hier ist überall nichts. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Wir können also nur hier lang weiter. Bis jetzt sehr linear das Ganze. Aber so von der Atmosphäre her gefällt es mir bisher ganz gut. Wow! Die habe ich voll vergessen. Die Fallen habe ich total vergessen. Die sich zugeschlossen, tatsächlich. Der Schlüssel zum Überleben liegt im Inneren. Ja, in uns drin. In uns wurde ja ein Schlüssel implantiert. Haben wir in der letzten Folge auch noch rausgefunden. Wir sind ja Detective Tapp, der laufende Schlüssel. Eine Fallakte. Ein Sicherungskasten. Zerbrechliche Wand. Okay, einige Wände können wir auch so einreißen, die wohl so aussehen wie diese hier, aber erstmal schauen wir uns kurz die Fallakte an. Whitehurst Memo. 1897, das ist schon ein paar Tage her. Daniel Whitehurst, der hat auch die letzte Memo geschrieben. So, wie reißen wir die jetzt ein? Einfach Angriff oder... Ah, okay. Einfach mit dem Rohr die Wand zerbröseln und durchquetschen. Alles klar, habe ich geschnallt. Sicherung. Moment mal, da drüben war ein Sicherungskasten. Müssen wir die da reinlegen? Die Tür ist zu. Und die Türen da hinten waren ebenfalls zu.
Vielleicht können wir die hier irgendwie aufmachen damit. Alles klar. Wir haben damit jetzt die Tür geöffnet. Da liegen Leichen drin. Und noch eine eiserne Lunge. Finden Sie einen Weg? Contains the means to continue, but the knife may yet betray you. Choose wisely. Nur eine der Leichen hat den Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Leichen aufschneiden. Moment mal. Namensschild lesen. Okay, und Skalpell erforderlich stand dort eben. Skalpell gilt also als Waffe. Wir sollen weise wählen, welche Leiche es ist. Gibt es hier einen Hinweis irgendwo? Da sind schon mal Röntgenbilder. Stehen auch Namen drauf. Erste Hilfekasten. Hä? Was soll ich da jetzt machen? Vielleicht Punkt auf Punkt bringen, das könnte sein. Fangen wir mal an mit den R-Punkt auf Punkt. Jetzt dreht sich allerdings das X gar nicht mehr. Nehmen wir erstmal den. Ah, jetzt drehen die sich weiter. Alles klar. Also tatsächlich, Punkt auf Punkt bringen. B und X. Passt. Gesundheitshypo. Da ist ein Schlüssel. A-Punkt Faulkner. Faulkner? Faulkner? Wie auch immer. Den suchen wir den nochmal. Der muss doch hier irgendwo rumliegen. Nein! 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 Oh nein! Ich wollte das Namensschild lesen. Und jetzt habe ich ihn aufgeschnitten und der Typ dreht durch. Der hat auch so eine Bärenfalle. Scheiße. Verflucht. Ich wollte das Namensschild lesen und habe dann die Leiche aufgeschnitten. Und es war natürlich die falsche. Mann, Schnitter, du Depp. Hier ist er. Jetzt haben wir ihn gefunden. Ja, einen Turmband gefunden. Wir sagen, das hören wir uns erstmal an. Ja, falls er die falsche durchschneidet, sei bereit. Das ist der Typ da hinten gewesen. Und blöderweise haben wir die falsche aufgeschnitten, weil ich mich verklickt habe. Ich habe einfach zu schnell. Naja, gut. Oh, da ist der Schlüssel. Ah, schön in den Innereien rumwühlen. Oh, das kommt gut. Das muss vor allen Dingen schmerzhaft sein, wenn man da jetzt schön mit dem Arm hängen bleibt. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again. Die Sucht überkommt hat, und zwar immer wieder, das könnte Amanda gewesen sein. Skalpell, haben wir die schon eins? Jetzt haben wir halt ein frisches Skalpell, kann ja auch nicht schaden. Okay, sonst scheint es ja nichts weiter zu geben, außer dass wir zu doof waren, die richtige Leiche aufzuschneiden. Die Frage ist nur, geht der Typ jetzt auf uns los? Der hat da auch so eine Bärenfalle auf dem Kopf. Noch eine eiserne Lunge können wir aber nicht untersuchen. Was ist das für ein Ding? Türen verriegeln. Wir können einige Türen durch Drücken von X verriegeln. So verhindert man, dass die meisten der Feinde diese Tür öffnen können. Okay. Hey, Kumpel! Alter, was geht bei dir? Der glitscht ein bisschen durch die Tür durch. Wenn wir die falsche Leiche aufgeschnitten haben, geht der auf uns los. Aber wir haben Skalpell. Das muss ja für irgendwas gut sein. Na, dann komm doch mal her. Hallo?
Willst du nicht? Ja, der macht die Tür nicht von alleine auf, anscheinend. Okay, öffnen. Na komm, Kumpel. Du gegen mich. Ja, Mann gegen Mann. Oh, Skalpell, one hit down. Was klappert denn da so bei ihm? Die Bärenfalle. Die müsste jede Sekunde auslösen. Na komm. Löst doch aus. Ich glaube, sie löst gleich aus. Oh, da spritzt sie das Blut aber schön durch ihr Buttnick. Bandagen? Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Wir haben schon mal welche gefunden, aber ich konnte sie nicht nehmen. Links oder rechts? Schauen wir mal links. Ah, wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind wieder hier. Also müssten wir hier lang weiter, wahrscheinlich. Aber wo geht's denn hier weiter jetzt? Ach, genau, hier an der Tür. Wir mussten doch den Schlüssel holen. Wir müssen immer noch die Frau aus dem OP-Saal retten, aber wer ist er da drüben? Okay. Balancebalken. Mit linker Stick überwinden, mit rechtem Stick balancieren. Das heißt, wenn wir es vermasseln, ist unser Status wie seiner aufgespießt. Ich hoffe, er hatte vorher noch genug Zeit, ein Selfie zu machen. Das macht ja mittlerweile jeder in jeder Situation. Muss ich mal vorstellen, man fällt schön in so eine Grube rein mit Stacheln und nebenbei hält man auch so einen knallharten Selfie-Stick in der Hand. Postet vorher noch mal einen Status aufgespießt. Kann ich hier rein? Nope. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das Balancieren hier funktioniert. Ich sehe gar nichts. Alles klar, vorwärts und balancieren. Jetzt mal kurz ein bisschen proben. Okay, der steuert sich ein bisschen. Bisschen träge, am besten schön langsam. Komm schon, Detective Ted, das ist doch gar kein Problem. Alles klar. Geht doch relativ gut. Wenn man langsam geht, sollte das kein Problem darstellen. Zu. Und auch zu. Boah, es waren nur Fernseher, die angegangen sind. Und kannst du sie retten, Detective Tab? Tja, keine Ahnung, ob wir sie retten können. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Okay. Ich wollte nur auf dem Fenster gucken. Freiheit ist eine Illusion. Kommen wir hier rein? Okay, da könnten wir rein. Können wir hier auch rein? Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Geht das zu? Was summte hier eben? Das klang nach einer Kamera. Wir werden offenbar beobachtet. OP-Saal, Operationsräume, Büros. Wir rennen die andere Richtung. Bandagen können wir immer noch nicht aufheben. Warum nicht? Wieso können wir die nicht mitnehmen? Leichenhalle. Zu. Okay. Staff only. Wir müssen also einen Schlüssel suchen. Ich verstehe den Zusammenhang. Die Kamerafahrt ging erst hierauf und dann auf die Tür. Aber wir brauchen irgendetwas noch, um da ranzukommen. Na, Tab. Okay, Nagel. Nichts. Und, ach, wir dürfen wieder ein bisschen herumdrücken. Okay, A und B noch. Das heißt, wir machen erst B, das dreht sich langsamer.
Jetzt. Alles klar. A noch und dann... Nein! Daneben. Aber erst A und dann B. Ja, das passt. Haben wir so ein nettes Hypo-Spray gekriegt. Da ist nix. Ohne Falle die Tür. Nichts. Also mit Spritzen aber auf jeden Fall schon mal einige bekommen. Heilen können wir uns schon ganz ordentlich. Aber wir brauchen noch irgendwas für diesen Stromkasten. Frage ist nur, wie weit wir laufen müssen, um das zu bekommen. Und was und ob wir noch eine Aufgabe bekommen. Moment, hier ist was. Jigsaw-Kiste. Who am I? Wer bin ich? Teil einer medizinischen Akte. Name geschwärzt. Aber jetzt ein bisschen aktueller. 14. April 98. Ah, da geht's um Jigsaw selber. Es ist ein Teil der medizinischen Akte von Jigsaw selbst. Ja, das war Jigsaw selber. Eine Notiz oder eine Info über ihn. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Rohr aufheben brauchen wir nicht. Wir haben noch ein Skalpell. Ist das eine Krücke? Ja, aber der ist eine Krücke brauchen. Uns geht's eigentlich ganz gut. Von der anderen Seite verriegelt. Da ist auch nichts weiter. Das war jetzt irgendwie eine ziemlich sinnlose Einblendung. Diese Cutscene eben fand ich persönlich ziemlich sinnlos. Scheint Winter zu sein, es schneit. Ah, wir dürfen balancieren. Ich denke, wir müssen balancieren. Ja. Ganz ruhig, Tab. Du bist. Du hast 0,0 Promille, du wirst das wohl hinkriegen. Alles klar, wunderbar. Funzel. So, wir können da anscheinend runter. Ich schau aber erstmal, was hier hinten noch ist. Ja, okay, das sind schon mal Scherben. Und eine Falle. Aber so nicht. So leicht nicht. Noch ein Rohr. Ich wäre jetzt nur wegen dem Rohr hier reingelaufen. Scheint so, wir hätten hier nur ein Rohr bekommen. Und die ist natürlich zu. Der Weg war völlig umsonst. Hier hätte man sich einfach nur ein Rohr geben können. Das heißt, wir müssen tatsächlich da runter. Komm schon, Tab. Jawohl, lang. Da geht's nicht lang. Es geht nur da hinten lang. Ja, wir müssen immer noch irgendwas für diesen Sicherungskasten suchen. Aber das suchen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.